Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und Alter, habe ich diesen Satz lange nicht mehr gesagt. Um genau zu sein, circa 35 Tage lang. Und ich habe auch in dieser Zeit absolut keine Sekunde Black Ops 4 gespielt. Ich werde in diesem Video jetzt komplett ehrlich zu euch sein, was ich so über den Kanal denke, was ich so denke, was in Zukunft noch passieren wird. Und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn ihr ganz entspannt zuhören würdet, wenn ihr euch zurücklehnt und wenn ihr einfach ein bisschen zuhört. Genau, Leute. Ich habe hier zwei Runden erspielt. Das waren meine allerersten beiden Runden, seit ich jetzt wieder gespielt habe, nach 35 Tagen. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mich eine Runde auf Jungle eingespielt, habe nach 7 Minuten bemerkt, dass ich die Empfindlichkeit auf 3 habe, weil jemand anderes zuletzt gespielt hat. Auf meinem Geburtstag, am 17.12. hat wer anders gespielt. Seitdem, also seit dem letzten Video, habe ich keine Sekunde mehr gezockt. Und deswegen nicht wundern, Leute, das Gameplay ist ein bisschen weird. Das erste geht sogar, das zweite ist katastrophal. Das ist auf, das erste ist Contraband und das zweite auf, wie heißt die Map? Marokko? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die Waffe heißt, die ich gespielt habe. Ich weiß generell irgendwie gar nichts mehr so richtig. Und ich will euch einfach ein bisschen erklären, was gerade so meine Gedanken sind und warum ich die ganze Zeit nicht gezockt habe. Wie gesagt, ich habe euch jetzt nicht irgendwie was vorenthalten oder so und habe absichtlich nichts gemacht. Nee. Das ist schon, hat schon seine Richtigkeit so. Ich habe auch nicht gespielt. Ja, ich habe nicht nur keine Videos gemacht, sondern ich habe auch nicht gespielt. Woran liegt das? Liegt das am Spiel? Geht so. Ich habe wirklich gerade wieder, ich habe diese zwei Runden gerade gespielt sozusagen und habe direkt Bauchschmerzen gehabt. Also wirklich richtig krass Bauchschmerzen. Also wirklich Schmerzen, weil ich mich schon jetzt wieder so aufgeregt habe, so reingesteigert habe, und das ist eigentlich schon der Punkt, wo alles beantwortet ist. Warum spiele ich das Spiel nicht mehr? Ihr müsst wissen, letztes Jahr von, als ich hierher gezogen bin, habe ich gar nicht gezockt, da kam auch aus Scorpion Plays einen Monat nichts. Sagen wir mal so ab Juli. Juli bis November habe ich komplett nur gezockt, wirklich nur. Erst Fortnite, dann Call of Duty Beta, dann wieder Fortnite und dann kam Call of Duty raus. Ich habe wirklich die zweite Jahreshälfte 2018 fast nur gezockt. Ich habe auch mein Darts komplett vernachlässigt, ich habe Kollegen vernachlässigt, ich habe Sony vernachlässigt, ich habe nur gezockt. Und wenn ich nur zocke, kommen natürlich auch viele Videos raus, ist ja ganz klar. Nur habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gezockt. Und ja, und da kommen auch keine Videos. Jetzt habe ich mich aber hingesetzt und habe zum Beispiel neulich von Scuff dieses Paket hier bekommen. Leute, checkt mal ab, was ich heute zugeschickt bekommen habe von Scuff Gaming. Das ist echt ein sehr, sehr lustiges Geschenk, weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und zwar ist es nicht nur ein Controller, also es ist ein Controller dabei, ein Scorpion Scuff natürlich. Aber es sind einfach originale Air Force mit meinem Logo drauf. Einfach von Nike gebrandet mit meinem Logo drauf. Das finde ich echt nice. Ich weiß nicht, ob ich die oft anziehen werde. Ich ziehe, wobei doch, fand ich es nicht so nice, aber ich finde es doch eigentlich gar nicht schlecht. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das findet. Aber das ist ein richtig geiles Geschenk. Vor allem, weil die originalen Nikes und Sony wird gerade von Scoops attackiert. Und natürlich ist noch ein Scorpion Scuff mit dabei. Also perfekt. Ja, checkt doch mal Scuff Gaming ab, Freunde. Und dann hat mir auch noch Anton erzählt, er hat jetzt wieder frisches Internet und er kann jetzt auch endlich wieder durchziehen. Und dann dachte ich mir so, okay, letztes Jahr habe ich jeden Tag 6 Stunden gestreamt. Das war einfach zu viel von Juli bis November. Es war zu viel. Ich habe irgendwann keine Kraft mehr gehabt. Ich bin so ein Mensch, ich neige zum Übertreiben. Ich spezialisiere mich auf eine Sache und dann kann ich nur diese Sache machen, wie so ein Autist, richtig krass. Also wirklich, das kann ich nur diese eine Sache richtig krass fokussieren und durchziehen. Und schnell rutscht man dann halt in so eine Routine ab, wo man dann die anderen Sachen vernachlässigt. Das war jetzt Zocken und dann bin ich sowas von weg vom Zocken gekommen, sowas von weg, dass die Videos hier auch komplett fake gewesen wären. Hätte ich jetzt hier Videos gemacht, wären die fake gewesen, weil ich habe einfach nicht gezockt. Genau, und das ist sozusagen der Zwiespalt, in dem ich mich jetzt befinde. Ich kann euch schon mal sagen, ich will hier keine Ankündigung machen und alles, was ich in diesem Video sage, nehmt keine Versprechungen an, weil das möchte ich nicht. Aber ich möchte Folgendes sagen: Gaming ist ein Teil meines Lebens immer gewesen und ich werde nicht aufhören mit diesem Kanal, damit ihr das schon mal wisst. Ich werde allerdings Folgendes tun. Ihr wisst ja, dass ich einen Cutter habe und ich werde meinem Cutter sagen, dass ich mehr Qualität im Cut haben möchte und dafür werde ich nur noch 2 Videos die Woche hochladen. Und ich habe mir so gedacht, boah, machst du jetzt komplizierten Uploadplan, Dienstag, Donnerstag, irgendwas,
Ah, nee, da habe ich keine Lust drauf, weil ich ja noch zwei andere Kanäle habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache Folgendes. Ich werde Samstag, Sonntag hochladen. Ich kann nicht versprechen, dass es jede Woche passiert. Aber Samstag 10 Uhr morgens, Sonntag 10 Uhr morgens, das sind jetzt meine beiden Ziele, diese pro Woche hochzuladen. Ich weiß, es gibt Leute von euch, werden sagen, mach doch daily. Und ich weiß, sobald wieder ein Game kommt, was ich richtig sucht, oder ich verfalle wieder an die Sucht, sei es jetzt Call of Duty, sei es Fortnite, sei es Kingdom Hearts, was nächste Woche kommt. Ich weiß nicht, im Übrigen fällt mir gerade das Lustiges auf, Kingdom Hearts 4 würde lustig klingen, das nächste dann. Also einfach Hearts 4, so ist schon lustig. Egal, anderes Thema. Ich weiß nicht, warum mein Gehirn manchmal in solche komischen Regionen abdriftet. Genau, das heißt, ich will einfach coolere Videos machen, nicht mehr so hinrotzen. Das heißt, nicht mehr so viel hinrotzen, sondern vernünftige Videos machen, die cool editiert sind, die cool gecuttet sind. Und da habe ich jetzt Bock drauf, auf zwei Videos die Woche, wie gesagt. Und ich versuche da coole Formate zu machen, die euch auch gefallen könnten, beziehungsweise die euch gefallen sollten. Und wie gesagt, mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Also mehr als das kann ich jetzt nicht versprechen. Zwei Videos die Woche werden auf jeden Fall kommen. Wenn sie mal nicht kommen, dann ist es halt so, aber ich werde mein Bestes geben. Da sind wir immerhin bei 8 bis, ja, kommt drauf an, wenn Wochenende gut liegt, könnten es auch mal 10 Videos im Monat sein. Das ist, finde ich, auch okay. Ich denke mal so, letztes Jahr war ich im Schnitt so, ich hatte viele Pausen auch auf 15 Videos im Monat. Und wenn ich jetzt auf 10 Videos oder 8 Videos im Monat komme, ist es immer noch in Ordnung, denke ich mal. Genau, Leute, da wollte ich euch nur Bescheid sagen, dass ihr euch jetzt nicht keine Sorgen macht, ey, dass hier keine Videos mehr kommen, sondern ich habe auch eine kleine Pause einfach gebraucht. Und generell komme ich jetzt gerade wieder mehr in den YouTube-Flow rein. Und jetzt kommt mal ein bisschen so der Videotitel zur Frage, warum habe ich denn nicht gezockt? Es ist eine Kombination aus, ich habe zu viel gezockt davor und zu, ich habe einfach keinen Spaß gerade gehabt am Spiel. Wirklich gar nicht. Auch gerade eben hatte ich keinen Spaß am Spiel und das ist einfach eine scheiß Situation für mich, weil ich ja weiß, dass viele sich darauf freuen würden, dass ich wieder Call of Duty mache. Gestern habe ich eine Runde Fortnite gespielt, die hat mir mehr Spaß gemacht als Call of Duty heute. Es ist noch alles nicht wirklich klar, was ich mache, aber wir werden auf jeden Fall Spaß zusammen haben. Das ist schon mal sicher und ihr sollt einfach wissen, dass das so ist. Nur ich bin einfach gerade so krass busy irgendwie, mir andere Sachen aufzubauen, dass es einfach ein bisschen unter den Teppich gekommen ist, das Zocken. Ich habe wirklich in diesem Zimmer so wenig Zeit verbracht, außer ich habe gedartet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Hund ist da und so. Und ich habe mir immer geschworen eigentlich, ich werde nicht Gaming-Videos machen, wenn ich nicht zocke, weil das ist mir zu fake, aber ich habe mich auch so wenig damit beschäftigt, vielleicht habe ich ja eigentlich sogar Bock auf Zocken. Und wenn Anton jetzt wieder da ist, habe ich wenigstens auch Motivation zu zocken. Was ich jetzt, also wirklich, ich bin komplett ehrlich zu euch in diesem Video. Mich würde es einfach freuen, wenn ihr auch akzeptierend, falls ich Fortnite mache, falls ich COD mache, falls ich Formel 1 mache, auch wenn ich nicht spiele, aber ich meine nur, dass ihr einfach offen für das seid, was jetzt kommt und ich werde einfach gucken, was ich so mache, ganz ehrlich. Also es sollen einfach wirklich meine Gedanken sein. Dann habe ich das Spiel gerade eben gespielt, Call of Duty, und boah, ich kenne auch gar keinen, der gerade Call of Duty spielt, wirklich nicht. Ich hoffe jetzt auf Zelos, also dieses neue Zelos, Kronos soll das ja heißen, da habe ich mein Team auf jeden Fall angemeldet. Dazu werde ich aber noch ein extra Video machen. Ich will es nur jetzt schon mal sagen, dass der Arena-Modus dann jetzt endlich kommt, darauf habe ich ultra Bock. Das sind ein paar Motivationsschübe, die ich auf jeden Fall gerade habe und auf die ich Bock habe. Und das sind sozusagen jetzt diese Gedanken, die ich habe, das heißt, ich habe auch wirklich, muss ein paar Sachen auch, glaube ich, zurücknehmen, beziehungsweise viele Leute flamen ja Spezialisten, aber ich glaube, dass Spezialisten quasi nur ein Symptom der Krankheit sind. Ich glaube nicht, dass die Spezialisten die Krankheit sind. Ich würde aber zurücknehmen, dass Specialists nicht abfacken, das habe ich letztes Jahr gesagt. Ich würde aber sagen, dass Spezialisten nicht das Einzige sind, was abfacken. Generell irgendwie, ich weiß nicht, Mann, dass der Orbi nie gekommen ist, ist schon irgendwie weird. Dass wir da irgendwie ganz merkwürdige Sachen bekommen haben. Irgendwie dieser Schwarzmarkt ist nicht so cool. Dann haben irgendwie meine Kollegen aufgehört zu spielen. Viele spielen ja jetzt gerade Blackout. Könnte ich mir auch vorstellen, eine Runde Blackout auf jeden Fall zu machen. Wird die Zukunft jetzt einfach zeigen. Wie gesagt, ich bin jetzt komplett offen. Wobei, während ich rede, sind mir gerade, glaube ich, 5 oder 6 Videoideen gekommen. Die werde ich mir gleich alle in meinen Uploadplan eintragen. Wie gesagt, eventuell kommen da Videos am Wochenende, eventuell auch nicht, aber ich denke mal die ersten 4-5 Wochen auf jeden Fall und dann gucke ich mal, wie ich Bock habe und ob es bei euch gut ankommt, was ich so machen werde. Ja, also
Ich hatte jetzt keinen Bock, dieses scheiß Fake aufzusetzen und zu sagen, ja, es kommen geile Sachen auf euch zu und ich weiß schon alles, weil es ist einfach nicht so. Ich habe einfach nicht gezockt. Ihr sollt es einfach wissen, aber ihr sollt auch wissen, dass dieser Gamer immer in mir steckt. No homo. Und deswegen könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass hier immer cooler Content für euch kommt. Wie gesagt, und ich will ein bisschen mehr High Quality vielleicht in den Videos machen. Da muss ich jetzt mit meinem Cutter mal sprechen. Wenn er meint, er kann das nicht umsetzen, dann werde ich mir einen anderen Cutter suchen. Weil ich selber kann nicht so gut editieren. Ich kann durchschnittlich gut schneiden. Ich denke mal, wenn ich jetzt ein Hauptkanalvideo oder so mal selber schneide, dann würdet ihr den Unterschied kaum merken, wenn ich es drauf ansetze. Ich kann es schon, aber letztendlich finde ich es immer viel geiler, wenn es wer anders macht, weil dann bin ich selber überrascht. Ich freue mich dann immer viel mehr, die Videos hochzuladen, weil habe ich sie nicht schon viermal gesehen, sondern ich weiß, es ist einfach ein geiles Produkt, was ich dann raushauen kann. Und das ist so ein kleiner Gedanke, den ich dazu quasi habe. Also, nicht gezockt, weil ich einfach keine Lust hatte. Weil ich einfach keine Lust hatte. Und ich konnte mich nicht zwingen. Und ich hätte im Dezember noch monetarisierungstechnisch krasse Tage mitnehmen können. Ich denke mal, das ist euch auch bewusst, Leute. Genau. Lasst dem Video gerne ein Like da. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Ich bin weg für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Und keine Ahnung, die Gameplay schon zu Ende sind überhaupt. I don't know.